Herzlich willkommen beim Invest Invest YouTube Channel. Mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hirtnagel. Und das heutige Thema ist Digital Money, digitales Geld eingesperrt, die totale Überwachung. Denn natürlich sprechen wir heute über das digitale Zentralbankgeld. Und ich glaube, Hannes und ich haben sehr viel Research zu dem digitalen Zentralbankgeld schon gemacht. Und es ist eigentlich den meisten Menschen vollkommen nicht klar, was digitales Zentralbankgeld ist, was mit digitalem Zentralbankgeld möglich ist und was für eine Kontrolle das digitale Zentralbankgeld bedeutet für uns. Und wir nähern uns immer mehr, natürlich im Zuge der Pandemie, nähern wir uns immer mehr diesen extremen Schritten digitales Zentralbankgeld, weil jetzt auch der Slot offen ist für die Politiker, für die, die bestimmen, wo es hingeht, dass man das jetzt aufmacht und mehr oder weniger über die Menschheit hinüber öffnet. Und ich glaube, diese Gefahr ist so enorm. Und ich glaube, eines der größten Gefahren für unsere Freiheit, neben einem anderen Thema, das wir jetzt so nicht erwähnen wollen, was, glaube ich, alle wissen, ist das digitale Zentralbankgeld. Und deswegen machen wir heute extra ein Video, wo wir nur über das sprechen. Ganz, ganz wichtig, bis zum Ende dranbleiben. Es wird wirklich spannend. An jeder, der aber auch die Chancen aus diesem ganz großen Umbruch mitnehmen will, bitte hier unter diesem Video, der kostenlose Welcome-Kurs ist verlinkt. Dort bekommt ihr wirklich schon so viel coole Informationen, wie es weitergeht. Und es hat schon begonnen. Also Dinge, die Hannes und ich damals schon gesagt haben, treffen jetzt ein. Deswegen unbedingt nochmal hier anschauen. Und dann werdet ihr sehen, bringt euch das auch nochmal einiges an Mehrwert. Hannes, digitales Zentralbankgeld. Derzeit, man sieht es, wer in der Finanzwirtschaft tätig ist, so wie wir zwei, der sieht das natürlich immer mehr. Das Thema kommt immer mehr hoch. Die Banknoten kommen aus dem System raus. Da gibt es schöne Grafiken, wie besonders der 500-Euro-Schein rauszirkuliert, die 100-Euro-Scheine auch eher runtergehen, die 50er steigen und die 20er, was ein eindeutiges Zeichen ist, dass das Cash weniger wird. Ja, gerade im Zuge der Pandemie wird bevorzugt mit Karte bezahlt. Perfekt natürlich, ja, ist optimal. Und genau jetzt muss ich die Frage stellen, wird es dabei bleiben, dass es nur vorübergehend ist, Hannes, oder gehen wir in diese voll kontrollierte digitale Welt, wo am Ende des Tages sogar die Geschäftsbank in der Mitte überflüssig wird? Lass niemals eine Chance ungenutzt verstreichen. Winston Churchill. Und genau das, da hat er komplett recht, da gebe ich ihm natürlich ganz, ganz richtig, dass man niemals eine Krise ungenutzt verstreichen lassen soll. Und das denke sich momentan, glaube ich, auch viele mächtige Lenker und Leiter dieser Welt. Es liegt aber nicht an den Lenkern und Leitern dieser Welt, an den Zentralbankern, an den Politikern, an den im Hintergrund befindlichen Familien, sondern es liegt an dir, was du aus dieser Krise machst. Es liegt rein an dir, nicht an der Politik, nicht an den Medien und nicht an allen anderen, denen wir die Schuld für den momentanigen Zustand der Gesellschaft geben, sondern es liegt an uns selber, was wir daraus machen. Wir stehen an einem Scheideweg, das ist definitiv so. Die Menschheit steht an einem Scheideweg. Sie kann sich jetzt entscheiden, Abchunk, auf zu mehr Freiheit, auf zu mehr Schaffenskraft, auf zu neuen Möglichkeiten oder Auflösung, hinein in eine zentrale, kontrollorientierte Gesellschaft der Unterdrückung und der definitiv nicht gleichen Chancen. Das digitale Zentralbankgeld, Benjamin, und die Kryptowährungen, das sind ja zwei so ähnliche und doch so widersprüchliche Themen, die momentan ganz, ganz stark diesen Umbruch beherrschen. Und für viele Menschen ist das irgendwie das Gleiche. Für viele, die sagen, ja, ist ja so und so alles digital und irgendwie da am PC jetzt, von dem macht es ja gar keinen Unterschied. Ich vertraue weder dem Staat noch den Kryptowährungen, also im Grunde bin ich so und so ausgeliefert, ist doch egal. Aber es ist nicht egal. Es macht schon einen großen Unterschied, ob ich das Geld in Form von Sozialleistungen, in Form von Free Money, mehr oder weniger als Helikoptergeld vom Staat bekommen, damit in eine Abhängigkeit hineingebracht werde, oder ob ich echte Leistung, echte Vermögenswerte tausche in ein nicht kontrollierbares, nicht zensierbares und nicht dezentrales System. Das macht für mich einen großen Unterschied. Und eines, Benjamin, muss man ganz klar sagen, diese digitalen Zentralbankwährungen, die sind auf dem Vormarsch. China ist da natürlich Weltmeister und liegen an der Spitze. Man darf aber auch nicht die USA, die massiv aufholen in dem digitalen Dollar-Thema, nicht unterschätzen. Auch die Europäische Union unter Lagarde haben die ersten Schritte schon eingeleitet. Und das digitale Zentralbankgeld, wir werden es heuer noch in seinen Testphasen auch in Europa und in den USA erleben. Und jeder, der jetzt sagt, ja, ist doch egal, ist doch nur ein technischer Fortschritt, da muss ich sagen, nein, es ist mehr als ein technischer Fortschritt.
Fortschritt, es ist wesentlich gefährlicher. Damit in diesem digitalen Zentralbankgeld wird in Zukunft auch natürliche Mechanismen, wie Zyklen eben funktionieren, wie auch, wenn man es zu heftig treibt, dass am Ende dann eine Inflation kommt, die wir jetzt sehen werden, eine Hyperinflation vielleicht sogar kommt, die das System aber im Grunde wieder bereinigt, kann man dann regulieren. Wie meine ich das? Beispielsweise bekommt dann jeder Bürger am Monatsanfang von Gottes Gnaden, nein, von Christine Lagardes Gnaden, ein paar digitale Euros überwiesen und die dann aber ein Ablaufdatum haben. Und damit wird das erste Mal in der Menschheitsgeschichte Inflation auch lenk- und leitbar. Das ist aber jetzt nichts Gutes, sondern die Macht, die absolute Macht der Geldschaffung, der Geldbewirtschaftung, des Geldflusses liegt dann in zentraler Hand. Und diese zentrale Hand hat die absolute Macht über die Menschen. Die ganzen Geschichten, Social Scoring, Black Mirror etc., kann jeder googeln, was das Ganze bedeutet. Das wird dann Realität. Das ist in China bereits in manchen Teststätten schon Realität und das kommt dann auf uns alle zu. Und da muss man einfach sagen, es ist nicht unbedingt jetzt wahnsinnig kritisch und es ist auch keine Utopie der Zukunft, sondern das ist gelebte Realität, die eigentlich eingeführt wird. Und es geht dabei dann nur noch um eins. Die Lenk- und Steuerbarkeit der Menschen. Und da sind wir definitiv dann sehr, sehr steuerbar. Wir können unsere Steuern werden uns vorgeschrieben und abgeführt. Man braucht sie gar nicht mehr bezahlen, sind dann automatisch eingezogen. Und jeder, der nicht systemkonform ist, sei es aufgrund von diversen Verweigerungen, aufgrund von nicht solidarischem Verhalten, aufgrund von staatsfeindlichen Äußerungen, kann dann vom System ausgeschlossen werden und wird dann in eine Zweiklassengesellschaft abschlittern. Und das, wie gesagt, haben wir vor uns, wenn wir nicht die Alternative nutzen, die Möglichkeiten nutzen. Und wie gesagt, das liegt an uns. Wir können uns entscheiden, sie für uns ergehen zu lassen, diese Mächtigen, auf die wir immer gerne schimpfen und denen wir die Schuld für alles geben, walten zu lassen, indem wir einfach nichts in der Lethargie hängen bleiben, oder wir können gestalten. Und das liegt rein in uns. Ja, Hannes, und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, was das digitale Zentralbankgeld befeuern wird generell, das ist einfach auch natürlich die Krise, die entstanden ist. Und durch diese Krise gibt es ja drei verschiedene Einkommensklassen, sagt man so schön in der Ökonomie. Es gibt die Gutverdiener, also die richtig Gutverdiener, dann gibt es die in der mittleren Klasse und es gibt die einfach die Niedrigverdiener. Das sind die drei. Und da blenden wir jetzt gleich eine Grafik ein, wo man eben sieht, das seit der Pandemie, der Ausbruch, wer hat natürlich am meisten gelitten? Es waren natürlich die Niedrigverdiener, die einen extremen Einschlag bekommen haben, damals im März, April, die wurden sofort auch fast schon gefeuert oder die Löhne wurden gesenkt sogar am Anfang. Und die Hochverdiener, das sind natürlich die guten Leute, da überlegt man sich 10-mal, ob vielleicht eine richtig, richtig wichtige Schlüsselkraft in einem Unternehmen gefeuert wird. Man sieht aber, dass auch seit dieser Erholung, ganz klar, seit der Erholung von März, April 2020 profitieren wieder nur eine Klasse. Das sind die sehr guten Verdienenden. Sieht man ganz klar in dieser Grafik. Die sind jetzt sogar vor Krisenniveau drüber. Also denen geht schon wieder prächtig. Wenn man die mittlere Klasse anschaut, geht es sogar bergab. Seit November, seit Joe Biden Präsident ist, geht es hier bergab. Und die unteren Klasse, also die Schlechtverdiener, sind seitwärts gegangen seit Oktober 2020. Also man sieht schon wieder eigentlich was hier passiert gerade, ist der Turbo-Sozialismus für eine kleine Oberschicht, die alles abfarmt. Und das natürlich geht nicht, politisch gesehen. Jeder weiß, dass das Sprengstoff ist. Und jetzt durch das digitale Zentralbankgeld hat man natürlich dann die Möglichkeiten, dass man genau diesen unteren Schichten der Einkommen, aber vielleicht auch der Mittelschicht, aber ich glaube eher den unteren Schichten Einkommen, Geld zufließen lassen kann, ohne eine Bank zu haben. Das hat natürlich den Riesenvorteil, dass man alle Informationen über den Bürger bekommt, wie er konsumiert. Man hat alles, weil das Konto liegt ja im zentralen Register der Notenbank, was theoretisch mit dem Staat verschweißt ist. Das heißt, man weiß genau, was er konsumiert, man weiß genau, was er braucht. Man kann also wirklich dann adäquat sagen, ah, du brauchst $300 dieses Monat, die geben wir dir natürlich. Die komplette Überwachung, die totale Kontrolle und die Freiheit ist damit natürlich weg und Geschichte. Und ich glaube, natürlich, Hannes hat Kryptowährungen, du hast Kryptowährungen vorher erwähnt. Kryptowährungen sind natürlich, die echten Kryptowährungen sind dezentral und nicht zentral. Also digitales Zentralbankgeld, genau das Gegenteil von einer echten Kryptowährung. Und genau die einzige Freiheit in so einer Welt, wo es digitales Zentralbankgeld geben würde, damit man noch überhaupt solvent bleibt und ein mündiger Bürger bleibt im Sinne von Rechnungen bezahlen, ist einfach dann nur mehr der Kryptomarkt. Das ist die letzte Chance, auch Freiheit über die Finanzen zu erlangen, um in so einer Welt noch zu bestehen. Und dann kommen jetzt, natürlich gibt es Verbote.
Verbote werden kommen, Regularien werden kommen, aber zumindest habe ich etwas von meinem Anteil meiner hart ersparten Zeit in meinem Leben, weil Arbeitszeit ist Lebenszeit und diese Lebenszeit ist dann gespart und gespeichert in etwas, was dezentral ist, nicht zentral, wo keiner weiß vielleicht, wo es ist, was auch vollkommen okay ist, finde ich. Und das, glaube ich, ist dann langfristig auch die einzige Chance, wo man rauskommt, Hannes, aus dem digitalen Zentralbankgeld. Wir haben ja schon mal gute Gespräche geführt mit sehr renommierten Investoren, wie das Thema digitales Zentralbankgeld gegangen ist. Und da scheiden sich durch die Geister. Manche sagen, das kommt und wir sind verloren. Und andere sagen, es kommt, aber es gibt ein zweites System parallel, was nicht kontrolliert ist durch die Politik, durch den Staat, was das andere auch noch irgendwie vielleicht mit hineinziehen kann und damit die Lösung ist. Also ein jeder, der vielleicht schlecht auf dem Kryptomarkt ist, der das als Spiel sieht, als Roulette, Gambling, sollte sich gerade im Thema digitalen Zentralbankgeld mit dem Kryptomarkt beschäftigen, weil das eventuell dann der Ausweg sein kann. Die Spreu und Weizen wird sich trennen und das eine schließt das andere nicht aus. Und deswegen glaube ich einfach, dass wir zwei Systeme erleben werden, wo sich eines einfach durchsetzen wird. Und das liegt an uns, was sich durchsetzen wird. Aber was ich wirklich jedem mitgeben möchte, ist einfach die Bitte, kritisch hinzuschauen und zu hinterfragen. Ist es ein Zufall, dass wir genau jetzt digitale Zentralbankgelder eingeführt bekommen? Ist es ein Zufall, dass genau jetzt in verschiedensten Staaten der Europäischen Union und der Welt neue Gesetze verabschiedet werden? Sei es in Deutschland die Bundesbremse, sei es in Frankreich das neue Polizeigesetz, sei es in der Europäischen Union die Antiterror-Richtlinien, die neuen, und in Italien eine Revolution steht überhaupt bevor in der Judikatur und wie es Draghi genannte. Und da muss ich einfach sagen, sind das Zufälle? Genau solche Zufälle, wie dass 6.000 Intensivbetten in Deutschland in der schlimmsten Pandemie abgebaut werden, sind das alles Zufälle oder will man uns irgendwo hinführen? Es zielt ja alles auf eines ab. Die Freiheit ist in Gefahr. Das muss man ganz klar sagen. In jedem einzelnen Bereich, im Wirtschaften, im monetären System, im Zahlungssystem, ja im privaten System, wenn man zum Beispiel um 22 Uhr das Haus nicht mehr verlassen darf, etc. Und da muss ich schon fragen, liebe Leute, ganz egal, was euch erzählt wird, in den Medien, in den Social Medien, überall, schaut doch bitte kritisch hin, fügt das Bild zusammen, seht die einzelnen Teile des gesellschaftlichen Lebens, des wirtschaftlichen Lebens und fügt das Bild zusammen. Keiner wird das perfekte Bild haben und keiner wird den klaren Durchblick haben, was wirklich genau und alles in allen Facetten passiert. Aber das Große, den großen Rahmen, die großen Konturen kann man sehr genau erkennen. Und ich glaube, nein, ich weiß, Benjamin, es ist an der Zeit, jetzt aktiv zu werden. Es ist an der Zeit, jetzt ins Tun zu kommen. Es ist an der Zeit und es ist höchste Zeit, jetzt wirklich diese Chance zu nutzen. Ansonsten wird diese Chance euer großer oder von jedem Mann der große Untergang werden. Da bin ich fest davon überzeugt. Und das liegt einfach an uns. Da sind wir für uns selber, unsere Mitmenschen, als auch unsere nachkommenden Generationen, glaube ich, irgendwo auch schuldig. Und die Verantwortung haben wir, dass wir eine faire, gerechte, freie Welt aufbauen und hinterlassen. Und das, glaube ich, ist noch mindestens gleich wichtig als die ganze Klimathematik, als die ganze Ökothematik, als die ganze Gender-Thematik und die ganzen anderen Thematiken, die wir tagtäglich vorgekarrt bekommen haben. Aber wenn das Individuum, die Zelle der Menschheit nichts mehr zählt, dann, glaube ich, ist die ganze Menschheit verloren. Ja, Hannes, und wir haben das in unserem Buch mit den Zyklen niedergeschrieben. Das Buch ist wirklich lesenswert. Unbedingt bei Amazon reinschauen, vielleicht auch eine Bewertung da lassen, wenn es euch gefällt. Aber hier rauf, runter, wir haben über die Zyklen geschrieben, Generationenzyklen. Und eben jetzt sind wir gerade wieder am Weg nach unten. Und wenn es nach unten geht, dann passieren auch meistens politisch diese verrückten Dinge, die jetzt gerade stattfinden. Und wie gesagt, die Chancen sind enorm. Hannes und ich fokussieren uns auch primär bei Investinvest auf die Chancen, aber wir haben auch kein Problem damit, die Gefährlichkeit von diesen Problemen, die wir derzeit haben, das auch ganz klar hier aussprechen auf YouTube und so wie es nur wenige machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch transparent hier ist. Ja, und wenn jemand von euch drauf Lust hat, wir haben noch eine super Aktion, derzeit noch eben das Prepare for 21 Seminar, wo man eben wirklich, wir sind auf alle Vermögenswerte eingegangen. Welche Vermögenswerte sind interessant? Sind es Aktien? Sind es vielleicht Energieaktien? Sind es Ölaktien? Sind es Goldaktien? Wie schaut es im Kryptobereich aus? Was ist hier interessant? Wir haben über alles gesprochen in diesem Prepare for 21 Seminar, auch mit sehr tollen, sehr tollen Gästen, die das mit uns gemacht haben. Also es rentiert sich wirklich und dazu gibt es auch noch die Jahresmitgliedschaft, wo aber auch das Bitcoin-Special, das gerade jetzt beim digitalen Zentralbankgeld so wichtig wird, ist mit dabei, völlig kostenlos. Also diese Aktion gibt es noch, wenn es einen interessiert, hier unter diesem Video einfach vorbeischauen. Aber Hannes, zum Ende dieses Videos muss ich sagen,
Kanal abonnieren, Glocke anmachen, denn wir werden natürlich über digitale Zentralbankgelder in der nächsten Zeit sehr viel zu berichten haben. Ganz richtig, Benjamin. Ich glaube einfach, wir stehen momentan vor einem Bretton Woods und Nixon Schock-Moment zugleich. Ja. Es passiert momentan alles zugleich, zeitgleich. Und da lohnt es sich einfach, sich jetzt vorzubereiten, sein Mindset zu stärken, sein Skillset auszubauen, um dann diese große, massive Welle gemeinsam in eine neue, freie und faire Welt hinein. Ich glaube, das haben wir uns alle verdient. Und von dem her, Benjamin, zum Schluss die wichtigsten Worte für dich. Ja, wie immer, ganz genau. Vergesst bitte niemals, gerade in diesem Jahr, aber auch im nächsten Jahr, schlafen die Zyklen, die Generationenzyklen, ganz bestimmt nicht. Nutzen wir deshalb jetzt gemeinsam die Chancen daraus. Bis morgen und danke fürs Zuhören. Tschüss.